Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mirror 2. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce aka Darren und wir schauen mal, was wir hier so für spannende Dinge finden. Und zwar gehen wir erstmal zum Souvenirladen, weil wenn jemand etwas weiß, dann die Rosie. Ring around the Rosie. Und dann frage ich sie doch direkt mal. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie diesen Mann? Hat er was mit dem Mord an Fuller zu tun? Natürlich, das sieht man doch gleich. Eine richtige Verbrechervisage. Kennen Sie ihn oder nicht? Nie gesehen. Dann nicht. Haben Sie schon gehört, was mit Fuller passiert ist? Ist das nicht großartig? Juhu? Endlich ist hier mal was los. Ein blutiger Mord in der Nacht, eine verdächtige Ausländerin. Na, wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt. Vielleicht wurde die verdächtige Ausländerin unschuldig verhaftet. Oh ja, und der Killer ist noch auf freiem Fuß und mordet weiter. Oh ja, zum Beispiel eine Souvenirshop-Angestellte. Das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze. Naja, super. Was können Sie mir über das Hotel, ein Stück die Küste runter, sagen? Das Wild Coast? Gehört einer alteingesessenen Familie hier. Steht schon fast 100 Jahre dort. Ein gut geführtes Haus. Läuft nicht schlecht, wie man hört. Etwas langweilig. Keine Skandale? Der Chef kommt wohl mit seinem Sohn nicht gut klar. Der treibt sich in Portland rum, ist eine Art Musiker. Aber genaues weiß ich nicht. Und sonst? Ab und zu findet da angeblich auch illegales Glücksspiel statt. Die Polizei drückt aber ein Auge zu. Warum tut sie das? Was weiß nicht. Wahrscheinlich pokert der Inspektor selbst mit. Danke. Ja, ja. Oh, die ist aber auch schon wieder freundlich zu mir. Aber hier ist ein Paket. Das ist gut. Ein leeres Paket. Anscheinend hat ein Kunde die Lieferung gleich hier ausgepackt und das Paket stehen lassen. Leute gibt's. Nimm das halt mit. So, das ist ja genau das, was wir brauchen, um jetzt hier im Spital weiterzukommen. Nehmen wir doch die Waage mit. Also gut, ich nehme das schwere Ding mit. So, auch das. Gebe ich mal das Paket ab hier. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. In Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht Ihnen Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Ich bitte einen Besucherausweis. Ich möchte ein Paket liefern. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich bin da nicht so penibel. Besucher sollen sich nicht auch noch mit Papierkram rumärgern. Verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station? Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier anmelden. Sie müssen sich um Ihre Mutter keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Ach, nichts. Hat sich schon erledigt. Wie hat sich schon erledigt? Aber brauche ich nicht einen... Doch einen Ausweis... Wo kriege ich den denn jetzt her?
Oh Mann. Keine Ahnung. Einen Ausweis herbekommen. Das ist doch doof. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Ja gut. Oder lieber nicht. Ich hab, was ich wollte, und Mom braucht ihre Ruhe. Ja, okay. Gut. Das ist vernünftig. Gut. Nicht 10-mal machen muss. Oh. Mehr brauche ich nicht. Okay. Aber wo kriege ich denn einen Besucherausweis her? Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Okay. Da frage ich einfach mal Dick, ob er mich so durchlässt oder nicht. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. In Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür das macht den könnte Spaß. Man... Da würde ich mal drüber... So, okay. Gut. Also wir brauchen trotz alledem irgendwie den Besucherausweis. Aber ich glaube, den kriegen wir jetzt hier auch nicht irgendwo her, sondern den müssen wir uns jetzt wieder hart erarbeiten. Naja gut, okay. Ich dachte, wir können mit dem reden, so von wegen, ja, ich will keinen Besucherausweis ausstellen, weil XYZ und so. Aber plötzlich ist die Mülltonne doch attraktiv. Aha. Hinweise im Müll, hä? Ist ein Versuch wert. Bäh, ein betörender Geruch. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten, Verpackung, Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Yes! Das könnte in der Tat interessant sein. Sehr schön. Das sind die Papierschnipsel aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. So, sogar mit drehen. Sehr schön. So. Vergnügt. Aha. Da kann man ja schon einiges. Okay. Nee, das passt auch nicht zusammen. Ist das hier irgendwie. Nee, passt auch nicht zusammen. Ah ja. Liebste. Ja, es hängt zusammen, sobald man es richtig gesetzt hat hier. Natürlich gut. So, ja. Liebste Claire, damit geht's schon mal los. Aha. Okay. Was ist das hier? Ansonsten glaube ich, sind wir hier schon ganz gut. Bei Lech. Okay. Das da, nee. Ah, das geht dahin.
Das passt hier hin, sehr schön. So, das passt hier rein. Oh Gott, ist ja ein Riesentext. Ich hoffe, der wird gleich vorgelesen und ich muss es nicht selber vorlesen. Das wäre voll cool und so. So, dann haben wir hier noch was. Das gehört hier so rein bestimmt. Nicht? Okay. Aha. Sehr gut. Jetzt hier so ran und da so ran. Ja. Wird sich allzu kompliziert. Werde ich. Bla bla bla. So, das und jenes. Und dann fehlt noch hier dieser kleine Zippel. So. Tja, ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Biber. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du mich gern besuchen kommst. Findest du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. F. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Biber würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Das ist natürlich echt ein Ding, ey. Der Doc hat seinen Ausweis fürs Krankenhaus dabei. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Entschuldigung, Dr. Newhouse? Ja, bitte? Wissen Sie, wie es meiner Mutter geht? Oder soll ich lieber jemanden im Krankenhaus fragen? Ich war heute Morgen schon bei deiner Mutter, Darren. Keine Veränderung. Und ich denke, wir sollten das als gutes Zeichen nehmen. Hat das medizinisch fundierte Gründe? Oder ist das einfach nur Wunschdenken? Optimismus schadet nie. Also ist es nur Wunschdenken. Darren. Danke, Doc. Haben Sie diesen Mann gesehen? Er war gestern im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Frag doch mal die Schwester. Hier im Diner war er auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat sich mit Mrs. Biber unterhalten. Fällt Ihnen sonst noch was ein? Leider nein. Wie wurde der alte Fuller umgebracht? Oh, das darf ich dir wohl nicht sagen. Die Untersuchungen laufen noch. Glauben Sie, ich verrate es der Presse? Ich habe schließlich für ihn gearbeitet und will nur wissen, was passiert ist. Nun ja, er wurde erstochen. Geht es etwas genauer? Man hat fast ein Dutzend Mal auf ihn eingestochen. Kein schöner Anblick. Ist er verblutet? Nicht unbedingt. Es könnte auch der Schock gewesen sein. Vermutlich sind auch lebenswichtige Organe verletzt worden. Fuller hatte also freie Wahl, woran er krepiert. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Darren, du solltest wirklich nicht so über einen Toten sprechen. Der Tote? Interessiert mich nicht. Mich interessiert der Mörder.
Wie ich gehört habe, gibt es in Ihrem Gesundheitscenter auch eine Abteilung für die weniger mobilen? Eine Leichenhalle? Oh ja, das ist richtig. Wir sind ein kleiner Ort. Wir Ärzte aus dem Gesundheitscenter sind auch für die Leichenbeschauung zuständig. Muss man dazu nicht speziell ausgebildet sein? Falls es nur den kleinsten Hinweis auf ein Verbrechen gibt, kommt selbstverständlich ein erfahrener Pathologe aus Portland vorbei. Das heißt, Fuller wurde noch nicht untersucht? Nun, wir warten noch auf den Pathologen. Wir haben ihn nur vorbereitet. Und machen die Krankenschwestern ab und zu mal lange Finger bei den Privatsachen der Toten? Unverschämtheit, natürlich nicht. Diese Dinge liegen ordentlich verpackt in der Leichenhalle, wie es sich gehört. Danke. Taugt die Polizei in Biddeford was? Wie meinst du das? Trauen sie ihnen zu, den Mörder zu fassen? Ich bin sicher, sie werden ihr Bestes geben. Na dann. Immerhin hatten wir hier noch nie so einen Fall. Sie meinen, es ist nicht so schlimm, wenn Sie den Falschen haben, weil Sie ja noch üben müssen? Ich bin sicher, dass der Inspektor den Fall aufklären wird. Was ist das denn für ein Ausweis, den Sie da tragen? Der ist vom Krankenhaus. Weiß man dort nicht, dass Sie Arzt sind? So viele Mitarbeiter sollte es doch nicht geben. Das habe ich der Verwaltung auch gesagt. Aber Dick, unser Wachmann, besteht darauf. Er ist sehr gewissenhaft und kann sich anscheinend schlecht Gesichter merken. Was können Sie mir über den Wachmann im Krankenhaus sagen? Irgendwie finde ich den Kerl interessant. Früher war er Polizist. Es gab einige Probleme. Als er kein Polizist mehr sein konnte, wurde er Wachmann. Woher kennst du ihn? Er saß gestern im Diner. Ah, richtig. So seltsam es sich anhört, aber ich glaube, er lebt für seinen Job. Er lebt dafür, Wachmann zu sein? Er nimmt es mit seiner Arbeit sehr genau. Manchmal etwas zu genau. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Okay. Gut, Eine gute Idee. Aber wie bekomme ich das Abfüllmittel in die Flasche, ohne den Deckel zu beschädigen? Ach so, damit der Wachmann da gar nicht, ja, okay, ich verstehe. Und ist damit hin? Nee. Gut, egal. Ich frag mal Frau Beiber oder Miss Beiber oder wie auch immer. Psst. Sie so weiß. Miss Beiber? Einen Moment bitte. Was? Wo war Ihr Mann eigentlich heute Nacht? Was geht dich das an? Was hat er mit Fuller zu tun? Das frage ich dich. Okay, wow. Dieser schräge Typ, der gestern hier war, der mich angerempelt hat, haben Sie den noch mal gesehen? Ein Typ, der gestern hier war? Na, daran muss ich mich ja erinnern. Dieser Mann. Ach, der? Nein. Seit er hier war und mich ausgefragt hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was wollte er? Hat nach einer Miss sowieso gefragt. Miss Angelina Morgan? Kann schon sein. Und Sie haben ihn nicht wiedergesehen? Nö. Sagen Sie es mir, wenn Sie ihn wiedersehen? Vielleicht. Zu freundlich. Was ist mit Ihrem Auge passiert? Lassen Sie mich raten. Von der Treppe gefallen? Ja. Und Ihr Mann stand unten und hat gerade Boxtraining gemacht. Was geht dich das an? Ich verstehe es nur nicht. Wie oft kommt das vor? Nicht oft. Manchmal. Vielleicht sollten Sie in ein Bungalow ziehen. Ohne Treppen. Du meinst, du kannst mir Ratschläge geben? Bist du verheiratet? Gibt man dabei seinen Stolz ab? Du warst noch nie verliebt, sonst würdest du so etwas nicht fragen. Was willst du trinken? Ist es zu früh für einen Schnaps? Was meinen Sie? Mensch. Sorry, Mrs. Beiber. Ich hasse ja NPCs, die das Gespräch beenden, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Mit Ausfragen. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Ja, aber ich will nicht darüber reden. Warum nicht? Sie haben ihn gehasst. Vielleicht wird Ihr Leben einfacher, wenn er nicht mehr da ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er ist ermordet worden. Du tust ja so, als hätte ich ihm das gewünscht. Haben Sie denn? Nein! Nach allem, was er Ihnen angetan hat? Was weißt du davon? So einiges. Nichts. Nichts weißt du. Und wenn doch, dann behalte es für dich. Sonst? Ergeht es mir wie Fuller?
Verschwinde! Oh, sorry, Mensch. Mrs. Biber. Ein Glück. Oh. Eine Freundin von mir wird verdächtigt, Fuller ermordet zu haben. Das tut mir leid. Sie wurde in eine Falle gelockt. Sie hatte kein Motiv. Sie wurde schließlich nicht erpresst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wen hat Fuller noch erpresst? Hatten außer ihnen noch andere Leute ein Motiv? Was erlaubst du dir? Ich bin nicht erpresst worden. Es tut mir leid, was mit deiner Freundin passiert ist. Aber wenn sie unschuldig ist, wird man sie nicht lange festhalten, oder? Und von einer Erpressung weiß ich nichts. Sie wollen mir also nicht helfen, eine Unschuldige aus dem Knast zu holen? Ich kann nicht. Mrs. Biber? Schön, hier bleiben. Noch nicht fertig. Sind 15 Ben Franklins ein Motiv für einen Mord? Was? Die $1,500, die sie Fuller zahlen mussten. Verschwinde, du kannst nicht, du hast... Keine Beweise? Vielleicht habe ich die. Es wäre Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Ich habe Fuller nicht ermordet. Wo waren sie zum Tatzeitpunkt? Bist du jetzt Polizist? Wäre es ihnen lieber, wenn wir die Polizei hinzuziehen? Ich war zu Hause. Allein? Mit meinem Mann. Das glaube ich Ihnen sogar. Das Veilchen erzählt davon. Ich hätte gerne einen Pott Kaffee. Kommt sofort. Total lieb so. Oh ja, okay. Kaffeekram. Kann ich dir machen. Das ist kein Thema. Du hast mich zwar gerade auf Dinge angesprochen, die du nie über mich wissen solltest, aber hey, Kaffee kann ich dir machen. Geil. So, wie wär's denn damit? Nein. Das Abführmittel riecht so stark, das würde man merken. Okay. Und hä? Wie soll ich das denn? Ich mach das einfach mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh Mann, sorry. Das wollte ich nicht. Sorry. Schon in Ordnung. Du hast deine Gedanken woanders. Geben Sie her, Dr. Newhouse. Ich spüle den Fleck raus. Danke. Nichts für ungut. Ist ja nichts passiert. Ich muss das nur kühlen. Das nenne ich einen ordentlichen Kaffeefleck. Und das Namensschild hängt immer noch am Kittel. Damit habe ich den Ausweis. Ausgezeichnet. Der Wächter vor der Leichenhalle wird bestimmt nicht so genau hinsehen. Bist du dir sicher, dass so sein wird? Ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ ziemlich genau hinguckt bei solchen Sachen. Aber naja, okay. Wir werden mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt hier versuchen, vorbeizugehen. Ob wir endlich mal in die nervige Leichenhalle kommen, weil das wäre letztendlich das Ziel. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. In Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Einen Ausweis habe ich auch. Also gut, kannst rein. Oh, ein Glück. Ist ein Mob. Jedes Jahr sterben tausende Leute an Infektionen, die sie sich in Krankenhäusern geholt haben. Die Frage ist nur, ob der Hygienewahn besser ist. Die eingesetzten Putzmittel sind selber nicht ganz ungefährlich und die Erreger werden immer widerstandsfähiger.
Das ist richtig. Das ist auch eines der Kritikpunkte. Eine Bahre aus Metall. Die Ränder sind etwas angewinkelt, damit kein Blut auf den Boden tropft. Sie steht auf Rollen und wirkt etwas flabberig. Vermutlich wird er zur eigentlichen Obduktion in einen anderen Raum gebracht. Dazu muss er noch extra in ein Krankenhaus kommen, was jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, damit man sich diese multiresistenten Keime einfangen kann, ja. Genau so eine Bahre steht auch draußen auf dem Flur. Ich denke, sie ist für den Transport von Toten gedacht. Der obere Teil lässt sich abnehmen. Eine Bahre aus Metall. Vermutlich wird er... Ja, okay. Fächer? Entweder ist man davon ausgegangen, dass Biddeford mal 50.000 Einwohner bekommt, oder die Menge der Kühlfächer ist ziemlich übertrieben. Da müsste schon die halbe Stadt einen kollektiven Herzinfarkt bekommen. Das ist wohl wahr, ja. Tja, alles recht sauber hier. Aber letztendlich macht ein toter Mensch ja auch weniger Dreck als ein Lebender. Naja, zumindest wenn man ihn nicht aufschneidet. Ja, okay, das ist eine interessante Herangehensweise. Eine Spritze. Ziemliches Kaliber. Ich schätze, damit werden irgendwelche Flüssigkeiten abgesaugt. Eine Grippeimpfung würde ich damit zumindest nicht bekommen wollen. Das heißt also, ich kann hier jetzt Laxative einführen. Ich habe etwas vom Abführmittel in die Spritze gezogen. Das kann ich dann quasi hier reinschmeißen, ja? In Ordnung. Das Abführmittel ist in der Sodaflasche. Wofür auch immer ich das brauche, es wird spannend. So, naja, jedenfalls Clipboards. Gucken wir uns das doch mal an. Insgesamt 6 Clipboards. Mal sehen. Das sind Aufstellungen, welche persönlichen Gegenstände ein Toter bei sich hatte. Aber hier stehen keine Namen. Auf dem ersten nur eine große 394. Ich schätze mal, die Nummern auf den Listen hier beziehen sich auf die Nummern der Schachteln. Das heißt, wenn ich herausbekomme, welche dieser Listen zu Fuller gehört, weiß ich, in welchem Kasten seine Sachen sind. Nummer 394. Haarbürste, Lippenstift, Autoschlüssel, Spiegel. Das wird wohl kaum Fullers Tascheninhalt sein. Davon gehe ich auch aus. Nummer 412. Brieftasche, Schlüssel, Polaroid-Foto. Das könnte Fuller sein. Oh, Moment. Ein Ehering. Fuller war nie verheiratet. Also 412 ist er nicht. Nummer 433. Kreditkarten, Ohrringe, Fußkette. Nein, nicht Fullers. Nummer 448. Brieftasche, Führerschein, Kreditkarte, Schlüssel, Quittungen. Ich würde nicht ausschließen, dass das Fuller gehörte. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Nummer 442. Führerschein, Fotos, Kleingeld, ein Schnuller, Babypuder. Definitiv nicht Fuller. Nummer 399. Messer, Taschenlampe, Skimaske. Dietriche Kleingeld-Plastikbeutel. Wenn Fuller nicht gerade heimlich auf Diebestour gehen wollte, als er ermordet wurde, dürfte das nicht seins gewesen sein. Nummer 448. Das ist die einzige Schachtel, die übrig bleibt. Die muss es sein. So, jetzt muss einige Dutzend Schachteln. Sie scheinen luftdicht verschlossen zu sein. Auf jeder Schachtel klebt eine Nummer. Ich glaube, die persönlichen Gegenstände der Toten werden in ihnen aufbewahrt. Die Nummer von Fullers Schachtel ist 448. Nur, wo ist die Schachtel 448? Das ist Fullers Schachtel. Fullers Schlüsselbund. Das könnte interessant sein. Und hier sein Portemonnaie. Führerschein, ein paar Dollar, Kreditkarte, einige Quittungen. Aber keine Geheimzahlen oder sowas in der Art. Ich denke, ich nehme den Schlüsselbund mit. Das Portemonnaie und der restliche Kram helfen mir wohl nicht weiter. Gut, okay, dann haben wir schon mal einen Schlüsselbund und, da ist nichts Interessantes mehr drin. Ich frage mich, warum hier so viele Schachteln stehen. So viele Leute können hier doch in den letzten Monaten nicht gestorben sein. Oder wie lange lagern die den ganzen Krempel hier?
Ist auch egal. Gehen wir erstmal zurück. Gehen wir jetzt erstmal rüber zu Fullers Leiche. Mhm. Kein schöner Anblick. Fullers Körper ist mit Stichwunden übersät. Sie haben ihn entkleidet. Hier werde ich keine Hinweise finden. Darauf verzichte ich lieber. Wer immer das war, er muss wie von Sinn gewesen sein. Darauf verzichte ich lieber. Ja, aber... Ich sollte erstmal die Wache ablenken. Das Gepolter wäre schon sehr auffällig. Okay. Dann habe ich schon die Idee, wie ich das machen kann. Hey, Soda. Cool. Hey, Chef. Lust auf eine Flasche Soda? Was willst du dafür? Nichts. Du gibst mir einfach so eine Soda. Als freundliche Geste sozusagen. Genau. Das ist sehr nett. Vielleicht kannst du mir noch einen Gefallen tun. Könntest du kurz hier Wache halten? Ich bin gleich wieder da. Ich dachte, Sie dürfen Ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Ist ein Notfall. Bin gleich wieder da. Warte hier. Okay. Kein Problem. Was war das denn? Seltsam. Naja, weg ist er. Gut, dann können wir jetzt mal ganz schnell hier die Waage ansetzen. In Ordnung. So kann ich das Gewicht von Fuller samt Bahre ermitteln. Ah, okay. Dann brauchen wir nochmal das Gewicht nur mit Bahre. Kilo. Fragt sich nur, wie viel davon Bahre und wie viel Fuller ist. Schauen wir mal. Die Bahre wiegt etwa 24 Kilogramm. 158 für Fuller mit Bahre minus 24 für die Bahre sind 134 Kilogramm. Das ist Fullers Gewicht und das muss ich auf die Waage stellen. Etwas mehr vielleicht. Immerhin trug er keine Kleidung und hat viel Blut verloren. Ich selber wiege mit Kleidung knappe 90 Kilo. Fehlen mir also noch rund 45 Kilogramm, die ich mit auf die Waage stellen muss. Im Keller sollte sich da schon etwas finden lassen. Keine Bewegung! Was zum... Ich wollte nicht... Was wolltest du? Mich vergiften, was? Aber nicht mit mir. Ich? Sie vergiften? Wie kommen Sie... Kein Mensch hat mir jemals etwas zu trinken angeboten. Und ausgerechnet einer wie du holt mir eine Soda. Naja, ich dachte, sie wären durstig. Ein Junkie bist du. Willst dir Medikamente stehlen, was? Oder Geräte, um sie zu Geld zu machen? Blödsinn. Ich... Die Soda ist vergiftet, stimmt's? Sie ist jetzt im Labor. Und wenn sich herausstellt, dass du mich vergiften wolltest... Naja, vergiftet... Dafür wanderst du in den Knast, du Terrorist! Und da hattest du Sehnsucht nach deinem alten Chef und wolltest dich von ihm verabschieden, hm? So ungefähr. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Einbruch, Diebstahl. Dafür können wir dich einlochen. Einbruch und Diebstahl? Laut dem Wachmann bin ich ein gemeingefährlicher Top-Terrorist. Ach, er hat dich beim Herumschnüffeln erwischt und das ist schlimm genug. Ich verstehe, dass du deiner Freundin helfen willst, aber das tust du mit solchen Aktionen nicht. Wenn das rauskommt und Dick wird dafür sorgen, dass bis morgen jeder in der Stadt von seiner Heldentat weiß, dann wird es aussehen, als wolltest du Beweise verschwinden lassen oder etwas in der Art. Darf ich jetzt gehen? Darren, ich bin nicht gegen dich, aber halte deine Nase raus aus dieser Sache. Wenn wir dich nochmal beim Herumschnüffeln erwischen, wanderst du in den Knast. Kapiert? Verstanden. Und jetzt verschwinde. Ich muss Dick beruhigen und ihm klarmachen, dass der Junge harmlos ist. Oh Mann, ey.
Und ich werde da weitermachen, wo ich aufgehört habe. An Fullers Geheimtür. Mann. Die sind aber auch alle... Die haben doch alle einen Knall hier. Was ist das eigentlich hier für eine Puppe, ey? Das ist ja... Warum ist das so gruselig? So. Ich brauche ja noch den entsprechenden Code. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den hier rauskriegen, wenn wir... Mal sehen, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. Genau. So, ich habe die Uhr aufgezogen. Ich drücke den Schlüssel jetzt rein. Huch, es hat geklickt. Hörte sich an, als wäre im Inneren der Uhr etwas verstellt worden. Hoppla, was ist das denn? Die Schachtel war in der Uhr versteckt. Ah, okay. Mal sehen, was drin ist. Stimmt, ein Code. Oh nee, da Fotos. Mhm. 4 Negative. Ah, okay. Ja, jetzt endlich. Endlich kann ich diesen Leuchttisch benutzen. Für die Negativen. Okay. Sollen die einfach übereinander legen oder wie ist das? Ich leg die einfach mal übereinander. Ah nee. Wir müssen so ein bisschen... Müssen die genau übereinander gelegt werden. Kann ich gar nicht vorstellen. Oh, seltsam hier. Gehören die denn zusammen? Das ist ja voll komisch. So. Irgendwie die Möglichkeit hier. Also es wird ja wahrscheinlich eine Zahlenkombination rauskommen. Nicht wahr? Aber ja, da müsste man halt jetzt hier irgendwie. Angenommen, ich muss sie tatsächlich einfach übereinander legen. Oder, ach so, ich muss sie natürlich drehen. Aha. Immer dieses Drehen, ne? Das ist echt ein Thema. Ja, jetzt macht es nämlich auch Sinn. Ja. Aha. 2482. 2482. Richtig angeordnet ergeben die Balken Digitalziffern. Ich bin mir sicher, dass das die Codenummer für die Geheimtür ist. Die Negative waren Fullers Gedächtnisstütze für den Notfall. Sehr gut. Dann haben wir auch das schon wieder geklärt. Okay, mir fehlen rund 45 Kilo zusätzliches Gewicht. Das sollte nicht das Problem sein. Zusammen mit meinem Gewicht müsste das auf ein paar Kilo genau hinkommen. Ich denke, das ist exakt genug. So, jetzt könnte es klappen.
Oh. Jetzt, ey, die Nummer habe ich mir noch im Leben nicht gemerkt. Was ein Morgen, meine Mama, beste Fremde, Mama. Ja. 2482, okay. Jetzt könnte es klappen. Das ist es. Endlich. Ich räume den Krempel wieder weg. Die Tür ist ja offen. So, dann gehen wir mal durch. Durch die Geheimtür. Irgendwo muss doch. Ah, hier. Oh mein Gott. Dieses Aas. Ja, das ist wirklich stranger stuff. Ein Fotostativ. Ein älteres Modell als oben im Laden, aber es hat das gleiche Halterungssystem. Es ist für Fullers Fotoapparat. Er hat es aufgenommen. Dieses Schwein hat alles auf Video festgehalten. Auf diese Art und Weise hatte er noch länger etwas davon. Und er hatte Beweise. Keine Kassette in der Kamera. Unheimlich. Der Vorhang sieht aus, als hätte Fuller ihn seiner Mutter geklaut. Altmodisches Design, aber besser in Schuss als alles andere hier. Was haben wir denn da? Eine Metallplatte, die in die Wand eingelassen wurde. In der Mitte der Platte gibt es eine sechseckige Vertiefung. Okay. Wahrscheinlich wieder mit dem... Ach nee, Schlüsselbund haben wir gar nicht. Eine Metallplatte, die in die... Okay, sechseckige Vertiefung, das merken wir uns mal. Das Bett hat einen Metallrahmen und eine durchgelegene Matratze. Sie ist fleckig, schimmelig. Kein Laken, kein Kissen. Nur diese versiffte Decke. Ich möchte nicht wissen, was sich hier abgespielt hat. Ich befürchte nur, ich weiß es. Mhm. Wie in einem Folterkeller. So etwas in der Art ist es ja auch. Mhm. Ja, das Kreuz des Herren hier auch noch mit bei. Es ist ja Wahnsinn. So Betäubungsmittel. Ist gerade Betäubungsmittel? Was ist denn los mit ihm, ey? Mehrere kleine Fläschchen mit K.O.-Tropfen. Das ist... Oh Gott, die habe ich abgeholt. Fullers Paket. Es hat geklimpert. Damit will ich nichts zu tun haben. Was wäre wohl geschehen, wenn er noch etwas von dem Zeug gehabt hätte, als Angelina hier gewesen war? Hat er sie vielleicht angerufen? Wollte er sie heute Nacht hierher locken und sie... Sie könnte sich gewehrt haben und ihn... Aber dann wäre es Notwehr gewesen. Das hätte Angelina der Polizei doch gesagt. Komm schon, konzentrier dich. Angelina hat damit nichts zu tun. Oh, wirklich ein Ding, ey. Der Metallspind sieht sehr alt aus. Vielleicht stand er früher mal in irgendeiner Schule oder einem Sportverein. Der Schrank ist verschlossen, aber es gibt kein Vorhängeschloss und auch kein Nummernschloss in der Tür. Es muss irgendein anderer Mechanismus sein. Ja gut, okay. Der Schrank ist verschlossen, aber es gibt kein Vorhäng... Versuchen wir es doch mal mit einem Seitenschnitt, nicht? Okay, Kugelschreiber? Nee, auch nicht. Mhm. Der Metallspind sieht sehr alt aus.
Vielleicht stand er früher mal in irgendeiner Schule oder einem Sportverein. Okay. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen anderen Mechanismus finden. Habe ich denn irgendwas übersehen hier in dem Raum? Weil irgendwie ist es doch... Ah. Noch eine Messingkugel. Auf den Pfosten des Bettes gibt es diese golden glänzenden Kugeln. Das müsste Messing sein. Nimm die doch mal mit. Das geht tatsächlich. Die Kugel steckte einfach im Rohr des Bettpfostens. Eine Messingkugel. An der Unterseite ein sechseckiger Metallstift. Er wurde angeschweißt, wie es scheint. Ah, okay. Damit diese Metallplatte öffnen. Irgendetwas ist geschehen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der Schrank aufgeht. Offen ist er, aber ich kann mich nicht darüber freuen. Ich will nicht sehen, was auf diesen Fotos ist. Auf diesen Bildern ist nur Mrs. Biber zu sehen. Aber es könnte auch noch Bilder von anderen Frauen geben. Und damit viele Leute mit einem Motiv. Zusammen mit dem Erpresserbrief muss das die Polizei einfach überzeugen. Fuller war ein Erpresser und Schlimmeres. Es muss Dutzende Leute geben, die ihn tot sehen wollten. Dutzende Leute mit einem Motiv. Im Gegensatz zu Angelina. Damit bekomme ich sie aus dem Knast. Davon gehe ich auch aus. Nur ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich jetzt hier rausgehe, dass mir dann die Polizei gegenübersteht. 100 pro. 100 pro ist das so. Oh nee. Dann aber spätestens, wenn ich da aus dem Fenster rauskletter. Oder zur Straße gehe? Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich interessant. Abstoßend ist das. Und ein verdammt gutes Motiv, oder? In der Tat. Aber die Bibers müssen nichts mit dem Mord zu tun haben. Natürlich nicht. Ich schätze, ihre Leute werden noch mehr in Fullers Geheimraum finden. Und damit haben sie haufenweise Verdächtige. Alle mit einem guten Motiv. Ich habe schon einige Leute hingeschickt. Aber all das hier sagt auch nicht aus, dass es nicht Miss Morgan war. Aber sie hatte kein Motiv. Doch, hatte sie. Das ist er! Das ist der Typ, der mich verfolgt hat! Schön, dass Sie gekommen sind, Mr... Reginald Boris ist mein Name, Inspektor. Ich bin Privatdetektiv aus England. Ich schätze, ich kann einiges zur Aufklärung dieses Falls beitragen. Das hören wir gern. Wir haben in der Tat einige Fragen an Sie. Zum Beispiel, warum Sie Angelina in eine Falle gelockt haben. Mr. Michaels. Die entscheidende Frage dürfte doch das Warum sein. Warum hat Miss Morgan den Fotografen Fuller ermordet? Nun, ganz einfach. Auch sie wurde von ihm fotografiert. Wie Sie sehen, nicht ganz so freizügig wie die anderen. Aber ich habe auch nicht alle Fotos. Ihre Leute dürften weitere Aufnahmen finden, die jeden Zweifel beseitigen. Das sind meine! Diese Bilder habe ich von Angelina geschossen, gestern Nachmittag! Beruhigen Sie sich. Was wird hier gespielt? Das fragen Sie lieber ihn. Er muss diese Bilder aus Angelinas Hotelzimmer gestohlen haben. Diese Bilder haben mit der Sache nichts zu tun. Es ist dasselbe Fotopapier wie bei den anderen. Und ich habe sie von Fuller erhalten. Er sagt, er hätte noch viel mehr. Lüge! Das werden wir sehen. Darren, gehen Sie an die frische Luft. Beruhigen Sie sich. Mr. Boris, kommen Sie bitte mit mir. Es gibt einiges zu bereden. Aber selbstverständlich. Und Angelina? Die bleibt, wo sie ist, bis wir dieses ganze Durcheinander geklärt haben. Aber... Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Guten Tag. Das kann...
kann doch alles nicht wahr sein. Wissen Sie, ich glaube Ihnen. Mit Fuller hatten Sie recht. Und mit diesem Reginald stimmt etwas nicht. Dann gehen Sie da rein, verhaften ihn und lassen Miss Morgan endlich frei. So einfach geht das nicht. Aber es wird sich alles aufklären. In ein paar Tagen wird alles geklärt sein. Bis dahin sollten Sie einfach abwarten und Ihre Mutter besuchen. Abwarten? Ein paar Tage? Und diesem Schuft Zeit geben, sich neue Beweise zu beschaffen? Nee. In ein paar Tagen hat er ihr den Kennedy-Mord in die Schuhe geschoben. Ich werde herausbekommen, was er für ein Spiel treibt. Gut, aber seien Sie vorsichtig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sie sind schon in Fullers Haus eingebrochen. Wenn Sie sich bei sowas erwischen lassen, sind Sie dran. Dann sollten Sie sich lieber von mir fernhalten. Er kann die Bilder nur aus Angelinas Zimmer im Hotel haben. Dort sollte ich mich umsehen, auch wenn das der Polizei nicht gefallen dürfte. Ja, dann mal los, auf nach zum Hotel. Dahin. Verschwindet, ihr verdammten Viecher! Runter von meiner Veranda! Die Möwen scheinen die Veranda ebenso gerne zu haben wie der Hotelbesitzer. Tja. Ja, da habe ich doch direkt eine Idee, um in die privaten Bereiche zu kommen. Nein, man kann ja nur von... Ich sollte das Brot vorher zerkleinern. Sonst gibt's ja nur für eine Möwe was zu futtern. Ich drücke mal ein bisschen drauf rum. Boah, ist das fies. Okay. Er ist so innig mit seinen Lieblingstieren beschäftigt. Da will ich lieber nicht sterben. Dahinter liegen die Privaträume, wie am Schild zu erkennen ist. Ah, ich will einfach nur den Schlüssel mitnehmen, okay. Ja gut, ist natürlich eine Möglichkeit. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 5. Und dann gehen wir doch direkt mal hoch. So, dann gucken wir doch mal, was hier so drin los ist. Aber das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass ihr soweit zugesehen habt. Wünsche euch einen traumhaften Tag. Schaut, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, damit die nächste Folge nicht verpasst und herausfinden könnt, welche Geheimnisse sich hier in diesem Hotelzimmer befinden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.